Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2 mit mir, dem Bartzian LP. Wir schauen uns jetzt mal an, wo wir denn nochmal... Nö, da nicht. Da, Tech-Labor. Forschungsterminal, Panzerungsupgrades. Da. Ah ja. Was habe ich denn hier? Was ist das? Ach so. Okay. Okay. Ich kapiere das nicht ganz. Ja, okay. So. Was gibt's denn bei Prototypen so? Ah ja, genau. Mann, alle. Toll. Ich bin kein Kroganer. Gruppenbonus. Ja, dann holen wir uns das halt. Ist auch schon egal. Was ist da? Nix. Ab in den Lift. Quartier des Captains. So, da müsste jetzt alles sein. Aber da kann ich nichts auswählen. Also es ist schon aktiviert, oder? Hoffe ich mal. So, dann gehen wir wieder zurück. Wo ist denn die liebe Miranda eigentlich? Suchen wir die mal, Leute. Ich bin dafür. Huh. Mit der so eine Beziehung aufbauen, oder? Wäre nicht schlecht. Es ist schon wieder eine Kolonie verschwunden. Ferris Fields, habe ich gehört. Das ist nicht weit von New Kenton entfernt. Ist ihre Damentoilette? Noch nicht. Shepard, die Herrentoilette ist auf der Backbordseite des Schiffes. Oh, ja, tut mir leid. Aha, da kann ich nicht raus. Herrentoilette. Komischen Toiletten, oder? Hm. Ja. Medizinisches Labor. Mal wieder das Überraschungsmenü. Muss das sein, Rupert? Tut mir leid, Prinzessin. Filet Mignon und Kaviar kommen gleich. Ich muss nur erst die Zierdeck hier holen. Da ist Garrus drinnen. Okay. Jetzt frage ich mich nur, wo Miranda die ganze Zeit steckt. Die ist, glaube ich, entweder eh sogar... Hoppala. Eh bei der... irgendwo bei der Brücke. Das ist die Damentoilette. Wo ist denn jetzt der... Ah, da ist der Fahrstuhl. So, gehen wir zum kroganischen Tank, fällt mir ein. So, wo ist er denn? Hey, wo ist unser... Kroganer. Ich kapiere es nicht ganz. Hä? Wo ist er denn? Maschinendeck. Ist er da? Frachtraum. Komm. Ja, gut. Okay, ja, ich kann mal nicht zum Kroganer anscheinend. Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier? Brauche ich nicht wissen. Es enthält Stationen zur Aufmunitionierung und Reparatur des Bodens.
Na gut, dann fahren wir wieder hierher. Schade, ich wollte eigentlich Miranda finden. Ah, na gut. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. So. Scanner starten. Immer noch niedrig. Starte Sonde. Nichts gefunden. Schade. Ja. Dann wieder weg hier. Meine Umlaufbahn von da. Sonde unterwegs. Schießen wir mal da eine rein. Bei Forschungsprojekten wird Iridium für Upgrades von schweren Waffen, Maschinenpistolen und Sturmgewehren benötigt. Starte Sonde. Nichts. Und da? Komm. Sonde unterwegs. Bei Forschungsprojekten wird Palladium für Upgrades von schweren Pistolen, Panzerung und Kybernetik benötigt. Oh ja, da war Sonde. Doch was. Dann schießen wir es da mal unterwegs. Hin. Da dürften wir auch noch was finden. Bei Forschungsprojekten wird Platin für Upgrades von Präzisionsgewehren, Schrotflinten und medizinischer Ausstattung benötigt. So, danke. Müssen wir doch fast nochmals ins Tech-Labor rein. Und uns da die Schrotflinte. Da haben wir jetzt ja genug. Yeah. Habe ich noch andere? Ah, spare ich mir jetzt fast. Und das spare ich mir auch, weil Krogana haben wir sowieso nicht. Habe ich halt mal... Oh, da gibt es so viele Waffen. So viele Waffen. Oh ja. Lassen wir die. Die geht doch schön ab. Was müssen wir denn machen? Oh, sollen wir Tali, also Tali, wo wäre sie denn? Ja, machen wir für Miranda die Mission. Auf dem Crew Deck. Ist das nicht das Crew Deck? Commander, Sie haben eine Nachricht auf Ihrem privaten Terminal. Ich glaube von Admiral Anderson. Hadley, ich habe von Ferris Fields gehört. Gibt's was Neues von Ihrem Bruder? Er ist weg. Sie sind alle weg. Aber wir holen sie zurück. Shepard und Lawson sind an der Sache dran. Wir holen Ihren Bruder zurück. Und wo dann sie denn? Die Kollektoren bezahlen. So. Auf dem Crewdeck. Ach so, ja. Ich weiß schon, wohin ich muss.
natürlich nicht da. Es ist ja Kommandozentrale. In die Mannschaftsquartiere. Wird schon eher sein. Crewdeck. Wusste ich's doch. Herrentoilette. Damentoilette. Und da dürft sie dann irgendwo. Hä, wo war denn der große Raum da? Achso, dahinter bei. So, wo ist sie denn? Da, Mirandas Büro. Hey! Shepard, ich bin in der unangenehmen Lage, Sie um Hilfe bitten zu müssen. Ich bespreche ungern persönliche Angelegenheiten. Aber es ist wichtig. Natürlich. Miranda, Sie gehören zu meiner Crew. Was beschäftigt Sie? Mein Vater war sehr wohlhabend. Er wollte die perfekte Tochter und hat viel Geld dafür ausgegeben, mich genetisch quasi maßzuschneidern. Als ich erfuhr, dass mein Vater mehr an der Kontrolle einer Dynastie interessiert war, als am Großziehen einer Tochter, bin ich gegangen. Wie hat er reagiert? Wie hat Ihr Vater das aufgenommen? Er war alles andere als erfreut. Mehrere seiner Sicherheitswachen wurden dabei verletzt. Er ist klug genug, mir nicht nachzustellen. Aber hier geht es nicht um mich. Ich habe eine Schwester. Wir sind Zwillinge. Und sie verfolgt er immer noch. Dank Cerberus war sie sicher. Bis jetzt. Sie lebt ein ganz normales Leben auf Ilium. Sicher und weit weg von meinem Vater. Sie glauben also, dass Ihr Vater sie aufgespürt hat? Genau, Commander. Meinen Quellen zufolge weiß er, dass sie auf Ilium ist. Ich wollte sie verstecken, ohne Einfluss auf ihr Leben zu nehmen, aber jetzt kann ich das nicht mehr. Er ist schon zu nah an ihr dran. Ich muss die Familie meiner Schwester umsiedeln, bevor es zu spät ist. Ich kann Ihnen helfen. Was soll ich dabei tun? Mein Vater ist extrem hartnäckig. Ich möchte auf Ilium sein, wenn Cerberus die Familie umsiedelt, um dafür zu sorgen, dass ihr keiner seiner Agenten zu nahe kommt. Mein Kontakt heißt Lanteia. Sie wartet in der Lounge bei der Andockbucht von Nos Astra auf uns. Okay. So, dann wieder raus. Wenn wir etwas Zeit haben, würde ich gern nach Ilium fliegen und die Familie meiner Schwester umsiedeln. Ich sage Ihnen Bescheid, Miranda. Natürlich, Commander. So, raus. Und wieder zurück zur Brücke und nach Ilium fliegen. Da-da-da-da! Und da machen wir mit der Hauptmission wieder weiter. Commander, aber Sie haben eine Nachricht auf Ihrem so eine kleine Termin. Nebenmission glaube, muss auch Admiral mal sein. Anderson. Wo ist denn Ilium? Da, Ilium. Chiu. Ah, da gibt es ja gleich mehrere Missionen zu erledigen. Ach, ist das nicht witzig. Gleich drei Missionen, gleich drei Rekruten zu holen. Zwei, eine Mission, wo ich der Schwester von Miranda helfen muss, die genauso sexy aussieht wahrscheinlich wie sie. Oder ein Mann ist. Ich weiß es nicht. Wen nehmen wir mit? Wir nehmen Garrus und ich würde sagen Miranda mit. Ja, das mache ich. Dann die nächsten. Er hat noch nichts. Passt. Coruscant, hä? Leute, Star Wars. Sieht auf jeden Fall geil aus. Hm.
Winter Sale ist ja bei Steam und da habe ich eingekauft, Alter. Lost Planet 1 und 2. Was noch? Spec Ops The Line. Dann so ein Mittelalterspiel. Willkommen in Nos Astra, Commander Shepard. Total War. Wir wurden angewiesen, alle Undock- und Verwaltungsgebühren für Ihren Besuch zu erlassen. Mein Name ist Karina. Wenn Sie Informationen über die Umgebung benötigen, wäre es mir eine Freude, Ihnen behilflich zu sein. Wer hat Sie angewiesen, auf die Gebühren zu verzichten? Der Befehl kam von Liara Tissoni, die alle Gebühren für Sie bezahlt hat. Sie hat auch darum gebeten, dass ich Sie zu ihr führe, sobald Sie Zeit dazu haben. Sie ist in der Nähe der Handelsebene. Sie sagten, Liara sei hier. Was macht sie? Liara ist eine von Nos Astras anerkanntesten Informationsmaklerinnen. Nos Astra ist ein Handelszentrum. Information ist eine wertvolle Währung und Liara macht damit ziemlich gute Geschäfte. Wie gesagt, Sie finden sie in der Nähe der Handelsebene. Sie freut sich schon auf Sie. Danke. Danke. Ich heiße Sie erneut in unserer Stadt willkommen, Commander, und wünsche einen... Laut Zollbericht hält sich eine Justikarin namens Sir Mark... Commander, welche Freude Sie... Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in das Astra, Commander. Ja. Sie wählen ständig Angestellte aus und verlieren sie dann an die Konkurrenz? Da kann Ihnen Identiotech vielleicht helfen. Wo muss ich denn hin? Nein, Sie verstehen nicht. Ich habe es in der Nähe des... 25! Bei 25 verkaufen! Nein, nein, Sie können... Ach so, voll die Wall Street hier. Aha. Ich muss also darauf, da rechts, ja. Da rauf und zu einer Bar, oder? Die besten Tech-Upgrades, die sie haben. Die Ausbreitung der Menschen hat erneut einen Rückschlag erlitten, denn ihre Kolonie auf Horizon wurde angegriffen. Seit sind wir badern? Ja. Da ist dann die Aros Büro. So. Wir finden schon eine Lösung. Keine Sorge. Keine Sorge? Und dann sagt er, oh, schon in Ordnung. Unsere Aminosäuren sind völlig anders. Deshalb werden wir auch nicht krank oder so, wenn wir ungeschützt unterwegs sind. Und ich sage dir, genau deshalb solltest du... Da ist sie. Miss Larson, es freut mich, dass Sie es geschafft haben. Es gab Komplikationen. Was ist passiert? Ist mit Oriana alles in Ordnung? Es geht ihr gut, aber Sie haben einen Mann namens Niket als vertrauenswürdige Quelle angegeben. Er hat mich kontaktiert und davor gewarnt, dass Ihr Vater Eclipse-Söldner losgeschickt hat, um hier aufzuräumen. Er hat angedeutet, dass die Söldner nach Ihnen persönlich Ausschau halten würden. Deswegen hat er vorgeschlagen, Orianas Familie selbst zum Terminal zu bringen. Okay. Es ist Ihre Schwester, Miranda. Wie wollen Sie verfahren? Lanteia, wir befolgen Nikets Vorschlag. Shepard und ich nehmen den Wagen und ziehen Ihre Aufmerksamkeit auf uns. Niket soll die Familie zum Shuttle eskortieren. Geben Sie ihm vollen Zugriff auf den Reiseplan der Familie. Nur zur Sicherheit. Verstanden, Miss Larson. Der Plan lautet also, dass Eclipse uns abschießt, während Ihre Schwester in Sicherheit gebracht wird? Eclipse hat bestimmt Befehl, meine Schwester lebend beizubringen. Sie werden nichts riskieren, das uns töten könnte. Gehen wir. Bereit, wenn Sie es sind, Miranda. Danke, Shepard. Ich weiß das zu schätzen. Ich hatte nicht mit Eclipse gerechnet, aber die noch weniger mit Ihnen. Oh yeah, da hast du recht. Genau, was habe ich denn noch gekauft? Blazing Angels 1, ein Flugzeugspiel. Ja, Miranda nehmen wir mit. Und ja, Miranda müssten wir anscheinend sogar mitnehmen. Und Garrus. Fertig. Verdammt! Jäger der Eclipse-Söldner. Sie laden Truppen in den Frachtzonen ab. Ah, gleich so viele? Ist ja total übertrieben. Bringen Sie uns in Deckung hinter Ihnen.
Hoffentlich wollen die uns wirklich lebend kriegen. Nicht feuern! Ich sagte nicht feuern, verdammt! Ich hab's im Griff. Da sie noch nicht schießen, wissen sie vermutlich, wer ich bin. Ja, es hieß, sie wären in dem Wagen. Sie sind das Miststück, das die kleine Tochter von unserem Boss verschleppt hat. Verschleppt? Die Sache hier betrifft sie nicht. Sie sollten ihre Männer nehmen und gehen. Sie glauben wohl, sie haben alles im Griff, was? Captain Anyala ist bereits dabei, sich die Kleine zu schnappen. Sie weiß über Niket Bescheid. Er wird ihnen nicht helfen. Sie kriegen Mirandas Schwester nicht. Aber wenn sie es drauf anlegen, geht das hier böse für sie aus. Captain Anyala hat befohlen, ihnen eine Chance zum Abzug zu geben. Aber während unserer Unterhaltung haben meine Männer Schussposition bezogen. Wenn ich Befehl gebe, bricht die Hölle über sie herein. Ich schlage also vor, dass sie friedlich abziehen. Denn sonst wird's echt hässlich. Einverstanden. Mann, das wollte ich gerade machen. Sagen Sie Captain Anyala, wir brauchen Verstärkung. Das wird ein harter Treffer. Kommt her, ihr Schweine. Ich hab gegen Kollektoren gekämpft, das ist ja nix. Ein Raketenwerfer wird ihr auch nicht helfen. Was habe ich denn für Munition? Das ist okay. Kinderspiel. Warte, was ist nochmal die... Okay, Brandmunition ist 4. Kommen Sie, wir müssen zu Niket. Ja, ich will nur schauen, ob da was rumliegt. Ja, spinn dir! Und unten bleiben. Und unten bleiben, habt ihr gehört? Nicht mehr aufstehen. Oh yeah. Team 4, hören Sie mich? Team 4. Moment, ich habe eines Ihrer Funkgeräte. Mal sehen, ob ich rausfinden kann, womit wir es hier zu tun haben. Shepard, ich glaube, ich schulde Ihnen eine Erklärung. Orianna ist nur genetisch meine Zwillingsschwester. Mein Vater hat sie erst gezeugt, als ich schon ein Teenager war. Sie sollte mich ersetzen. Ich konnte nicht zulassen, dass mein Vater ihr dasselbe antut wie mir. Darum habe ich sie gerettet. Sie ist jetzt fast eine Frau. Wenn Eclipse weiß, wo Orianna ist, werden sie bestimmt bald losschlagen. Wir müssen uns beeilen. Richtig. Die Worte des Söldners haben mich ein wenig nervös gemacht. Ah ja. Wenn sie irgendwie an Niket rangekommen sind, wird die Sache schwieriger als geplant. Den Plänen zufolge, die ich studiert habe, müssen wir durch die Frachtverladeanlage, um zu Orianna zu kommen. Kommen Sie. Suchen wir Niket und Orianna. Also los. Rauf, rauf, rauf. Das sind wir, nehme ich mal an. Und da kommen mal die ersten Gegner. Sie sind Gegner auf der anderen Seite des Transportbandes. Timen Sie Ihre Schüsse. Okay. Wenn das so ist. Ich sehe sie ja nicht einmal. Bereit zum Einsatz. Kampfdrohne aktivieren. Gehen wir an, Eclipse. Gehen wir es an, Eclipse. Das ist ja nicht... Wir sind hier nicht bei Power Rangers. Aktiviere Kampfdrohne. Wo sind deine Kampfdrohnen? Bastard! Das ist ein Eclipse Techniker oder so. So muss es sein. Was, Niket? Stimmt doch gar nicht. Wir nähern uns dem Dingsi-Bumsi.
Da liegt keiner. Und da Credits wieder zusätzlich. Eine Maschinenpistole. Was das wohl ist. Oh yeah. Mit der Maschinenpistole da noch zusätzlichen Schaden. Ich nenne jetzt schon zusätzlich. Oh Gott. Entschuldigung. Liege unter Beschuss. Brandmunition. Das wird jetzt gegen die Roboter nicht viel helfen. Aber ich halt hergenommen. Da ist ein Spind. Mit 1500 Credits. Also Geld, da können wir uns nicht beschweren, dass man zu wenig bekommt. Brauche Deckung. Bereit zum Kampf. Was ist jetzt? Da sind sie. Oh ja, so ein Headshot tut schon weh. Oder? Kampfdrohne im Einsatz. Feindliche Kampfdrohne. Ach, ist die jetzt dauerhaft eingestellt, diese Muni? Ist ja geil. Jetzt komme ich aber spät drauf, oder? Dass das dauerhaft ist. Achtung! Ach, ich bin auch so ein Vollspacko. Ich muss jetzt nur mal die Schilde reagieren lassen. Machen wir mal ein Regenerieren. Gott. Ja, es ist schon spät. Ich zünde sie an. Ja. Wenn man nicht aufpasst, passiert sowas. Ach, es wäre mal praktisch, wenn das man... Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Medigel-Kapazität. Wenn ich wüsste, wie man Medigel hernimmt, wäre das ganz praktisch. Aber ich weiß ja nicht, wie man es hernimmt. Sicherheitsterminal hacken. So, da ist doch schon das erste. Da ist ja schon das zweite. Das geht jetzt ja aber fix hier. Und wo ist das dritte? Das lässt ein bisschen auf sich warten. Aber im Endeffekt bekommen wir es ja doch. Wo müssen wir denn hin? Feinde von rechts! Ah, da geht's weiter. Oh Gott. Voll in die Fresse bekommen. Ich würde sagen, wir sehen uns hier das nächste Mal wieder. Sonst wird's zu lange, oder Leute? Bis zum nächsten Mal, euer Bazian LP.